Video nicht verfügbar. Dieses Video enthält Inhalte von Warner Bros. Films. Dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Ja, sorry, der Großteil des Freitags fehlt. Wieder sehr schade. Ich erinnere mich, nachdem er ja am Vorabend bis 4 wieder DayZ gezockt hat, ist er am nächsten Tag morgen echt spät aufgestanden und in den nächsten Sabaton-Tag. Und ja, an dem Tag wurden halt schon auch ein paar... Also erstmal, er ist aufgewacht und war richtig kaputt. Also man hat es ihm echt angemerkt. Und die Zuschauer haben ihm dann auch wirklich geraten, den Sabaton abzubrechen. Ja, er hat allerdings weitergemacht und dann kamen wirklich auch einige Meilensteine. Erstmal eine Woche am Stück streamen war dann um 18 Uhr ja quasi Party angesagt. Und die 100 Stunden hat er auch gebrochen an dem Tag und das fehlt jetzt leider hier alles. Danke Warner Brothers Films. Wir sind euch ja so dankbar, ihr seid ja so ein tolles Unternehmen. Ja. Und ich fürchte, wir kommen jetzt direkt in den Freitagabend, wo wahrscheinlich bald wieder DayZ ansteht. So, Leute, bin ich wieder da. Hallo. Gary, wo ist Bobbes Ahoy? Ich mach mal wieder den Timer an. So. Timer läuft. Läuft er? Er läuft. Leute, sorry. Es war ein technisches Problem hier am Werke. Habt ihr schon Liebe gestreut? Ich würde heute ausnahmsweise keine Liebe streuen, aber dafür morgen zur Pause hin. Nochmal so als Abschluss zu den guten Vibe. Was schätzt ihr? Wie viele unterschiedliche YouTube-Accounts sind pro, also innerhalb von 28 Tagen auf meinem Kanal? Also, die Wahrheit ist, es sind, haltet euch fest, 275.747. Also knapp 2600 Jahre wurden meine Videos schon angeschaut. Was glaubt ihr, wie viele Klicks hat mein ganzer Kanal, seit er existiert, gemacht? Also ich rede von den reinen Klicks. Es sind 217,8 Millionen Klicks. Mein bestgeklicktes Video aller Zeiten, Top 12 der besten gelöschten Harry Potter Szenen, Deleted Scenes, hat 2.093.000 Views gemacht. Ich habe insgesamt exakt 10 Videos, die über 1 Million Views haben. Liebe streuen. Ja, ich guck mal. Leute, wenn wir jetzt doch noch jemanden finden, wo wir Liebe streuen können, euch zuliebe, mache ich das doch noch einmal. Hallo. Oh, jetzt sehr schnell gemerkt. Alina Snape, willkommen im Stream. Ist das... Huch. Huch. Was ist denn hier los? Upsi. Hallöchen. Ja, ich glaube schon. Guten Morgen. 36 Zuschauer. Yo. 40 Zuschauer. Krass. Krank, ja, moin. Krank. Alter. Wir kommen von Bernd. Danke, Bernd. Vielen lieben Dank. Wie cool ist das denn? Bernd, das Brot. Okay. Wir spielen mit der Fossils and Archaeology Mod. Und basically, genau. Ja, wir müssen eigentlich Dinos wiederbeleben, wie im Jurassic Park. Drum heißt das Projekt auch Jurassic Island Mod. Jurassic Island. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr cool, muss ich mal sagen. Delta LP, sehr, sehr coole Runde. Und sehr cooles Projekt, was ihr da habt. Sieht sehr schön aus. Und vielen Dank, dass wir mal bei euch reinschauen durften. Ja, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir aber auch auf unserer Seite nicht ganz zum Ende, aber jetzt machen wir einen kleinen Content-Wechsel. Wir haben im Sabaton eine kleine Tradition aufgebaut, dass wir ab 11 Uhr den Abend mit DayZ ausklingen lassen. So, wir haben uns gestern schon ordentlich equipped, also wir haben mehrere Heli... Also das sagt euch wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich vielen das Spiel erstmal erklären, weil wahrscheinlich hier einfach viele gucken, die gar nicht wissen, was da bei dem Spiel überhaupt abgeht. Soll ich denn alles schon hochmoven? Wie ist der Plan? Nicht erschrecken, kommen in den Channel. Achso, ja, dann ist nicht... Okay, dann warte ich, dann machen die das. Ja, oh, hallo, Fiocchi. Oh mein Gott. Da sind wir, Leute. Oh, hallo, wer ist denn... Oh Gott, da ist auch wieder jemand. Ah, okay, die alte Truppe. Hallo, Leute, da bin ich. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Also, man hört seiner Stimme ganz deutlich an, dass er dringend eine Pause vom Sabaton braucht. Aber anscheinend hat er die ja an diesem Freitag mit seiner Community auch schon besprochen. Wirklich schade, dass das alles fehlt. Aber er hat schon gesagt, dass morgen der Sabaton unterbrochen wird.
und dann einige Wochen später der Rest nachgeholt werden soll. Ja, und ja, jetzt ist halt wirklich direkt schon wieder mit DayZ weiter und genau an der Stelle, wo wir uns in der letzten Reaction ausgelockt haben, nachdem man noch einmal kurz Liebestreuen war. Ja, das heißt, es kommen wieder ein paar ab 18 DayZ-Folgen. Ich sage hier einfach wieder Tschüss, over and out.